der schlechteste Match in diesem Spiel, Alter. Wir sind wieder zurück, meine Freunde, mit einem neuen Video. Heute haben wir hier einen Greifarm mit am Start. Mandy ist dabei. In diesem Greifarm sind so Kalorien drin. Wir spielen jetzt mit einer Münze, die hier drin ist. Und dann, wenn wir das hier raus haben, zum Beispiel 3000 Kalorien, müssen wir hier in dem Café, wo wir jetzt sitzen, 3000 Kalorien mit Essen bestellen. Also absolut geisteskrank. Lass bei dem Video auf jeden Fall schon einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, Ladies first, hier hast du deine Münze. Oh Gott. Du spielst zuerst. Dann leg mal los. Oh Gott. Oh, ich hoffe, es ist nicht so viel. Aber ich hoffe auch nicht zu wenig. Oh, ja! Was? Ja, oh. Aber jetzt ist die Frage, ob es gut ist, das Ei, was ich hier habe. Hau ihn rein da. Komm. Oh, runter! Ja! Mach mal auf. Alter. Wie viele Kalorien muss ich essen? 300! 300 ist aber ein bisschen wenig, ne? Ich wollte gerade sagen. Okay. Letzte Woche bei Oscars Video habe ich ja schon gezeigt, dass ich guter Spieler bin. Ja, ich bin flink mit den Fingern. Oh, das fällt ja schon mal. Hä, aber irgendwie... Wir haben hier ein technisches Problem. Du musst den Mechanismus aktivieren, ne? Ach, hier. Jetzt. Yeah. Ah. Komm, die kriegst du. Eine Minute, glaube ich. Ja. Oh mein Gott. Oh ja. Mein Gott, wenn die Hand auf dich damit her. Ich hoffe 3000. Ich hoffe. Warum hast du so... Ah, ja. Fuck. Ich hab die falsche Knopf gedrückt. Keine Ahnung, yes. Man hat immer eine Minute. Sonst darf man nichts. Was? Nein, nein. Genau über dem Loch. Ich hab's einfach gerade nicht geschafft. Alter, Jojo. Da ist das Loch. Und da oben ist er. Er musste nur noch los. Ey! Hoffentlich mach ich jetzt keinen Fehler, Alter. Up and down. Du musst auch lesen können, ne? Hoffentlich hast du denn 5000 oder so. Also. Hoffentlich hast du richtig viele Kalorien. Komm schon, gönn. Das hätte Dodo eigentlich gehabt. 1400. Aber das geht, ja, das oder? Das kriege ich hin mit Frühstück, Alter. Ich gönn dir richtig. Und für dich? Warum freust du dich? Ich weiß, ich hab gedacht, du schaffst das nicht. Aber was? Ich kann Wasser trinken. Wasser ist auch 0 Kalorien, oder? 1400 Kalorien. Zieht euch gleich mal den Unterschied zwischen 0,300 und 1400 Kalorien rein. Ich hab einen fetten Cheesecake mit frischen Himbeeren für Wetter, Wetter passt zum Wetter. Und ein Croc, Leute, das ist ein Croc mit Remoulade, Käse, Pute und Tomaten. Ich habe das sogar getrackt, das sind tatsächlich 1400 Kalorien, genau. Alter, echt genau. Mandy, Bruder. Ich habe 300 Kalorien aus dem Greifarm gezogen. Und zwar hat es nur für ein halbes Brötchen mit einem Ei gereicht. Also ich schätze mal, ich habe es jetzt nicht getrackt, das sind so 200 Kalorien oder 150 dieses Brot und ein Ei hat ja so 100 Kalorien und ein bisschen Butter ist noch drauf, deswegen wird das schon passen, oder? Ja, das kommt schon gut hin. Ja, also bei mir ist ein bisschen müde. Ich habe 0 Kalorien und 0 Kalorien sind halt ein Wasser. Bisschen warm, wir nähern uns im Sommer in Hamburg. Das ist der Hydrated, meine Lieben. Und vergesst nicht immer, eure Foundation mit Hydration zu machen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ey, ich probiere einfach mein Wasser, mal gucken, ob das gut gewürzt ist. Vielleicht fehlt ja ein bisschen Salz in meinem Wasser. Ihhh. Ist ein bisschen... Ein salted water. Dein Graf Amar hat dich gegönnt. Mmh, viel geiler. Oskar, probier mal lieber dein richtiges Essen, Mann. Ich probiere meinen Hydration Foundation Croquette. Oh, oh nee. Oh nee. Wie Fettsack. Er beißt von links und rechts ab. Du musst viel im Mund stecken, dann schmeckt's besser. That's what she said. Manedy. Oh, wenn ich das sehe, habe ich so Lust drauf. Nein, du hast nur 300 Kalorien. Brauchst du Salz? Also mit am Neidischen. Ich bin ja kein Kuchenfreund, ne? Aber dein Kuchen sieht so Kuchen aus. Können wir den Remo bei mir noch drauf machen? Nee, nee, nee. Deine Kalorien sind verbraucht. Die sind voll. Nur für dich probiere ich jetzt den Kuchen. Mit ungefähr 500 Kalorien, 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 Kalorien für den Algorithmus. Exzellenter Cheesecake. Also ich bin mit meinen 1400 Kalorien sehr zufrieden. Ja, Leute, ich bin ein bisschen mad mit meinen 0 Kalorien. Aber alles gut, ich trinke ein bisschen Wasser. Und wenn ich nicht gespielt hätte wie eine Missgeburt, dann hätte ich auch was essen können. Also ich habe einfach selber Schuld. Das ist einfach Pech. Hey, meine Freunde, es geht jetzt weiter zum Mittagessen. Ich habe übertrieben Hunger nach meinem Salzwasser. Ist das aber auch wohl mehr als verständlich. Wir sind jetzt hier bei Bobby's Burger, wir haben uns für Burger entschieden. Warum? Weil hier drin bis zu 5000 Kalorien drin stehen und das kann man nur füllen, indem man was Fettiges isst. Deswegen essen wir jetzt Burger am Nachholen. Hey, du darfst anfangen, weil du gerade nichts hattest. Mann, ich muss jetzt. Du hast bestimmt am meisten Hunger. Ich habe auch wirklich Hunger, Mann. Let's komm jetzt. Go. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Ich nehme hier den, der ist relativ gut zu erreichen. Ob der den kriegt, ich weiß es. Oh nein. Oh nee, einfach zu weit. Ich kann doch nicht so schlecht in diesem Spiel sein. Ich bin so nervös. Oh, komm her, lass Zeit!
Nein! Oh, was? Spiel. Jetzt guck mal, wieder Profispiel, Alter. Komm, mach jetzt. Schade, mach du hast mir keine Vorlage gegeben wie davor. Was machst du? Chill, ich hab noch alle Zeit der Welt, Alter. Nee. Ey, wer hat gemischt? Guck, ich sag doch, das ist unmöglich, deswegen. Du bist auch schlecht, Digga. Guck mal, geht nicht. Du willst nur, dass ich nicht krieg, damit alle nochmal spielen. Ja, genau. Ey, Schatte. Guck mal, wie knapp. Meine Lieben, ich zeig euch jetzt mal, wie das geht. Wo ist mein Cat? Warte mal, ich muss gerade mal hier mich sammeln. Oh, die liegen echt schlecht. Sie will einfach auf gut Glück jetzt alle auf einmal nehmen. So einfach ist es nicht, Leute, wie es aussieht. Der Greif am Gürtel nicht und die Zeit ist zu lang. Oder nur einfach ein bisschen zu dumm. Jeder von uns hat jetzt die Runde verloren. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Runde weiterspielen. Mein Glück, denn ich habe ziemlich Hunger. Also den jetzt nicht kriegt, Digga, dann weiß ich auch nicht. Dann bist du dumm. Was? Boah, der hängt so auf, Alter. Aber komm. Hast so Auge gemacht, ne? Den hat er. Ja, aber was ist, wenn das nur 10 Kalorien sind oder so? Bisschen Angst, ne? Weil ich brauche ehrlich was Geiles zu essen. Ich hab bisschen Angst. Komm, zeig doch, Mann. Warte, 5000! Ich wollte eben schon Auge machen und sagen, hoffentlich. Nein! Wie geht das? Ich kann doch nicht bei dem ersten Mal das ziehen. Alter! Du wolltest essen, Mann, was beschwerst du dich? Die Alter, dann wird das Video auf jeden Fall ein kleiner Cheat-Day, Alter. Das wird richtig abgehen, ey. Oh, bitte kriegt Oscar jetzt irgendwie 3000. Ah, das sieht aus, als wäre das hochkalorisch. Ah, ist einfach abgerutscht. Das klappt nicht, Mann. Was? Erst rein! Bitte hast du zusammen auch 5000. Der erste bitte. Hat. Alter. Ne. Ja, Mann! Ich muss wieder fett werden, gar kein Bock. Und auch Tonat. 2000! Ey, der ganze Tisch, der wird einfach voller Burger sein, Alter. Alter. Digga, danke, dass du mit mir fällst. Für den gefallenen Bruder, Digga. Digga, du bist was für uns. Alter, wenn es euch genauso viel Spaß macht wie uns, Daumen hoch, Alter. Unbedingt, ey, ja, unbedingt. Das ist so ein geiles Spiel. Boah, da hinten liegt er gut, da hinten liegt er gut. Mach auf den Arm. Ja, easy. Jupp, den easy. Hat sie. Oh, ja, oh, der war mit Posten. Ja, Mann, mit Posten. Okay, Leute, wie viel Kalorien muss ich essen? Wie viel Kalorien? Eine Pommes! Freunde, dann werden wir jetzt erstmal auf jeden Fall bestellen und dann, Digga, seht einfach selbst, das wird einfach alle, Digga, wir werden den Laden einfach alles auseinandernehmen. Let's go! So, meine Freunde, es geht los. Das Essen ist da. Ich habe das jetzt ungefähr so geschätzt, dass das so auf 5000 Kalorien kommt. Aber das ist schon alles extrem hochkalorisch. Wir haben jetzt hier einen Cheeseburger mit extra Käse. Der sieht so mächtig aus. Leider ein bisschen kalt, weil wir das Thumbnail noch gemacht haben. Pommes und Potato Dippers mit Käsesoße nochmal oben drauf für die extra Calories. Dann haben wir hier einen Avocado-Burger auch mit Käse und Avocado. Extra Fett, extra Käse. Trüffel-Mayo hier hinten nochmal. Dann ist das hier ein Burger mit einem Ziegenkäsetaler. Onion Rings habe ich mir noch rausgelassen. Hier so ein Cheesecake. Alter, den muss ich eigentlich gleich mal zuerst probieren. Der sieht so krank aus. Oh, sehr wild. Und dazu, weil Kalorien nicht getrunken werden, eine Cola Zero. Denn wir sind ja auf Diät. Gabriel, was hast du? Ich hatte 2800 Kalorien. Das ist fast perfekt. Vielleicht ein bisschen viel, aber ich bin zufrieden. Ich habe einen Chili Cheeseburger. Der sieht so aus. Dann habe ich Chili Cheese Sweet Potato Fries mit Jalapenos und Käsesoße. Dazu habe ich eine Chili Cheese Soße nochmal extra, weil ich ein Soßentyp bin. Und eine Trüffelmayo. Und Chili Cheese Nuggets. Ich dachte, es werden mehr und ja, größere. Die sehen ein bisschen müde aus, aber ist okay. Und ein Schokoladensoufflé. Boah, das sieht so wie so ein richtig fetter Brownie aus. Und ich probiere das auch mal direkt zu essen. Boah, ja, ich glaube, der hat Schokolade erfunden. Okay, Mandy, was hast du denn zu essen? Also ich bediene mich hier an Oscars Pommes. Nimm hier eine Süßkartoffelpommes mit ein bisschen Trüffelmayo. Ja. Ja, kommt hin, 10 Kalorien. Können schon 13 sein. Danke, ey. Zuallererst werde ich jetzt hier in diesen fetten Cheeseburger beißen, Alter. Alter, ich hab's schon so gesabbert. Mhm. Die verstehen auf jeden Fall was vom Burgern, Alter. Ich habe jetzt mal die Chili Cheese Nuggets probiert. Ähnlich wie die vom Burger King. Scharf, schmecken auch sehr gut. Mandy, du tust mir so leid. Ja, ich tu mir auch selbst leid. Alter, aber ich tu mir auch leid. 5000 Kalorien ist einfach echt krank. Und die haben geile Sweet Potato Fries, die knusprig sind.
Das ist jetzt hier gerade aktuell noch übrig. Oskar und ich haben sehr, sehr gut gegessen. Bei Oskar ist auch nicht mehr so viel übrig. Ja, ihr müsst euch hier reinziehen. Ich hatte 3 Burger, davon habe ich 2 vernichtet. Onion Rings, Kartoffeln hier und noch mein Nachtisch. Es ist schon echt viel. Also, ich weiß, Julian, wenn du das siehst, du würdest sagen, ja, ich hätte alles aufgegessen und so. Ja, komm, komm, lass es. Aber ich finde, du hast gut was geschafft. So, das geht durch. Kann man liegen lassen. Und bei mir, ich hatte ja Frühstück schon so viel. Ja, Mann. Ich schaffe nicht alles, aber ich habe es versucht. Ich esse aber du hast auch richtig weiter gut gegessen, Mann. So, meine Freunde, ich bin jetzt zurück zu Hause. Oskar und Manny sind jetzt auch nach Hause gefahren. Und zwar konnte ich es mir nicht nehmen lassen, heute an diesem besonderen Tag ins Gym zu fahren. Denn diese Kalorien, die wir gegessen haben, müssen auch ein bisschen wieder abtrainiert werden. Deswegen fahre ich jetzt ins Fire Gym. Endlich geht's nach Hause. Ich habe schon Booster reingekippt. Und jetzt werden wir noch ein paar Kalorien verbrennen. Also werden wir jetzt eine schöne Rückeneinheit fetzen. Irgendwie gefühlt immer, wenn ich Videos drehe, trainiere ich Rücken ganz komisch. Aber viel Spaß beim Training und dann sehen wir uns nachher. So, meine Freunde, Training ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Einheit. Es war so geil, mal wieder in seinem eigenen Home-Gym zu trainieren. Es ist wie, als würde man nach Hause kommen. Aber ich habe jetzt einen ganz besonderen Gast fürs Abendessen, denn jetzt habe ich sogar tatsächlich Hunger. Obwohl ich 5000 Kalorien gegessen habe. Sieben ist am Start. Und er hat gesagt, er will eine Runde mitspielen. Okay. Da drin sind noch Kalorien von 50 bis 3000. Das heißt, du kannst Pech haben und wenig Kalorien haben. Oder du kannst Pech haben und viele Kalorien haben. Aber 50 wäre doch eine Frühlingsrolle oder so. Wenn überhaupt, ja. Digga, dann wäre ich richtig sauer. Schnell, schnell, du hast eine Minute Zeit. Das ist auf Zeit, das ist auf Zeit. Sieben! Was für eine Sekunde? Sieben! Geht nicht ein! Ah! Oh! Ich bin zu schlecht, das funktioniert nicht. Mach jetzt! Wie geht's denn auf? Wenn du runter machst, geht es auf. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich hab was. Geh hoch! Ja, jetzt musst du rüber, bevor die Zeit vorbei ist. Schnell, das ist so langsam. Sieben! Runter. Oh, jetzt. Das sieht gut aus. Also da steht schon mal Kilokalorien. Was steht da? Soll da stehen? 800! Oh, das ist... 1800, Digga, das ist so viel, Digga. Digga, er dachte zuerst 1800. Digga, ey, wir müssen so viel holen, Mann. Wir müssen so viel holen. Okay, mein Bauch ist doch übertrieben voll von diesem 5000er Ei. Aber jetzt war ich im Gym und mittlerweile habe ich ein bisschen Hunger. Das heißt, ich mache jetzt eine Minze rein. Komm bitte, ich will nicht mehr so viel. Oh. Okay, let's go. Oh. Bruder, du hast das ja richtig studiert. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, 2 Stück. Nein. Oh nee, richtig schlecht. Oh nee, richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut aus. Oh mein Gott. Oh, wie kann man nur? Junge Mann, was machst du? Er nimmt deinen anderen Ärzte Angst. Junge Mann, kommst du dann auch nochmal dazu? Oh nee, richtig schlecht, Digga. Oh, richtiger Versager, Digga. Junge, was, wenn du nicht schaffst, darfst du gar nichts essen? Ja, Mann. Oh nee, ich will nicht alleine essen. Jetzt, ja. Jawohl. Ja. Nein! Was? Zeig es so. Ich bin der schlechteste Mensch in diesem Spiel, Alter. Was? Digga, du hast 5000 Kalorien gegessen. Eigentlich musst du jetzt nochmal essen, Digga. Sonst hast du vielleicht absichtlich gemacht, Digga. Ja, weißt du, Digga, komm. Wir gucken jetzt einfach, was da drin ist. Wir gucken auf jeden Fall, was drin ist, weil das hat mir nicht gefallen. Den einen fallen gelassen, dann noch für den anderen entschieden. Wenn es etwas Hohes ist, dann muss er es essen. Wenn es etwas Niedrigeres ist, dann auch. Hä? 1000 Kalorien. Digga, ist doch okay. 1000, ja. Das ist eine normale Portion. So, Leute, da wären wir jetzt mit dem Essen. Sieben, stell mal dein Essen einmal kurz vor. Freunde, ich habe hier Nummer 90. Ich habe das sonst nie genommen, aber letztes Mal haben wir irgendwann Nummer 90 gegessen. Deswegen dachte ich, heute muss ich fetzen. Das ist so, ich weiß gar nicht, Toto stellt gleich vor. Und dann habe ich hier noch ein fettes Gericht. Das sind hier 1000 Kalorien hier. Oh, zu fresh. Und das sind hier 800. Ich habe ja 1800 gezogen gehabt. Das heißt, das kommt genau auf den Zentel. Okay, Leute, und ich hatte 1000 Kalorien in meinem Greifarm Ü-Ei drin. Und wir haben es so gemacht, dass wir einmal hier diese Portion Nummer 90, das ist ein thailändisches Curry mit übertrieben viel Fleisch, Alter, und anderthalbfach Reis. Also wir haben einfach doppelt Reis bestellt, einmal und einmal nicht, und haben einfach jeder die Hälfte, sodass wir ungefähr auf 1000 Kalorien kommen für die Mahlzeit. Und Steven hat hier noch eine zweite Mahlzeit, diese ungefähr mit 750, 800 Kalorien.
Ich würde sagen, dadurch, dass das, die Soße ist relativ leicht, er hat aber noch ein Getränk mit Zucker. Das heißt, wir lassen das durchgehen, kommen auf 800 Kalorien. Wir wissen, Steven ist nicht der große Esser. Nein, Mann, leider nicht. Wir fetzen das und guten Appetit, Bro. Danke, Bro, gleichfalls. Oh shit, da war plötzlich einfach das Outro weg. Da schneide ich die ganze Nacht hier hinten durch, um festzustellen, dass ich Dulli beim Outro nicht auf Aufnahmen gedrückt habe. Also, wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Denkt dran, Montag ist ein fetter Gymshark-Sale. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Schaut gerne bei Oscar, bei Steven und bei Manny vorbei, denn da haben wir auch richtig geile Videos gedreht für die. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin jetzt erstmal raus, werde ein bisschen schlafen. Haut rein, danke fürs Zuschauen.